Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen für euer bzw. unser Reading für den goldenen Herbstmonat Oktober. Ja, alle Fische, Krebse und Skorpione, seid ihr schon gespannt, was die Karten uns heute hier zeigen werden? Um was geht's für uns im Oktober? Ich habe es den heißen Herbst genannt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dieser Herbst mit den Monaten, vor allem jetzt Oktober und dann auch November, hält eine Menge Transformationspotenzial für uns bereit. Und ich bin heute mal wieder auf ein Deck gekommen. Ganz intuitiv habe ich das ausgewählt. Das habe ich früher immer ganz oft für die Sternzeichen-Readings in Kombination mit dem Rider-Waite-Tarot verwendet, nämlich das Crystal Vision. Und ich habe ja eben schon das Feuerzeichen-Reading gemacht und ich muss sagen, das war eine gute Idee, denn diese Decks resonieren toll miteinander. Wir werden uns in der Mitte eine Hauptenergie herausmischen. Ich mische jeweils eine Karte hier aus diesem Deck möglicherweise, so wie es bei den Feuerzeichen gerade der Fall war, fallen auch mal zwei Karten gleichzeitig. Dazu bitten wir dann jeweils um eine Klärungskarte aus dem Crystal Vision. Und zwar zur Hauptenergie fragen wir an dieser Position: Woher kommst du? Was war in deiner Vergangenheit jetzt wichtig? Was nimmst du mit in diesen Monat Oktober? Dann schauen wir natürlich hier rechts auch, wie geht's denn weiter schon in Richtung November? Wie entwickelt sich alles für dich? Wir blicken hier unten einmal in dein Unterbewusstsein und fragen, was ist dir denn gar nicht bewusst? Was darf denn in dein Bewusstsein jetzt vordringen? Und was nicht fehlen darf, zum Schluss hier oben ein Rat der geistigen Welt für uns. Ja, meine Lieben, wenn du das Gefühl hast nach ein paar Minuten, nee, das ist gar nicht mein Thema, nicht mein Reading, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. So, meine Lieben, eine Hauptenergie für uns Wasserzeichen für den Monat Oktober. Um was geht es? Das sind jetzt drei. Ich nehme aber diese hier. Das sind sogar, schaut mal, das sind sogar drei gewesen, aber die hat sich umgedreht. Deswegen soll es diese Karte sein. Und hier haben wir die Liebenden. Wow, große Arcana-Karte. Auch eine der Seelenpartnerkarten im Tarot. Vielleicht steckst du, ähnlich wie es bei den Feuerzeichen gerade gefallen ist, in einer Seelenverbindung. Aber die Karte hat allgemein die Botschaft für uns, dass es im Oktober darum gehen könnte, eine Entscheidung zu treffen. Ja, möglicherweise in einer Verbindung zu einem anderen Menschen oder auch an einer Weggabelung unseres Lebens. Und diese Entscheidung dürfen wir zum eigenen Wohl treffen. Das ist der Grundtenor der Liebenden. Wir dürfen also eine Entscheidung für uns aus unserem eigenen liebenden Herzen heraus treffen. Große Arcana-Karte, ja, also das ist schon ein bisschen Fingerzeig von der geistigen Welt. Schau mal ganz genau hin, wo triffst du vielleicht im Moment noch Entscheidungen zum Wohle anderer? Ja, wo stehst du noch nicht 100% für dich ein? Wir fragen mal nach einer Klärungskarte zu den Liebenden. Ich habe gewusst, die will noch fallen, dann nehmen wir sie auch dazu. Oh, der Turm und die Kraft. Ja, Donnerwetter. Meine lieben Wasserzeichen, was ist das denn für eine Kombination? Drei Karten herausgemischt aus zwei verschiedenen Tarot-Decks. Ein Deck hat 78 Karten und es fallen tatsächlich drei große Arcana-Karten hintereinander. Ich sagte gerade noch, es geht um Entscheidungen, die wir vielleicht zu treffen haben für uns selbst. Und jetzt fällt hier der Turm und die Kraft. Der Turm steht für einen kompletten Abbruch oder Umbruch einer Lebenssituation. Also das ist sehr explosive Energie. Da könnte etwas Bedeutendes passieren in deinem, in unserem Leben. Und möglicherweise fehlte uns bislang die Kraft, diesen Turm zum Einsturz zu bringen. Und die werden wir jetzt im kommenden Monat erhalten. Ja, die Kraft hat für mich ja auch immer diesen wichtigen Aspekt, dass wir unsere Ängste besiegen.
Ja, also vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, das könnte sein, dass die schon so ein bisschen länger ja in deinem Leben vorhanden ist, ja, diese Weggabelung, oder dass du nicht genau weißt, welche Richtung du einschlagen sollst. Und da könnte es jetzt tatsächlich im Monat Oktober zu großer Klarheit kommen, dass du selbst eine Entscheidung triffst. Vielleicht hast du Angst gehabt, bislang diese Entscheidung zu treffen, und jetzt ist es aber soweit. Was aber auch durchaus sein könnte mit dieser Kartenkombination, dass in deinem Leben im Außen etwas geschieht, was für dich erstmal aussieht wie ein Turm, also wie eine große Erschütterung, ein krasser Umbruch, etwas, mit dem du nicht gerechnet hättest. Aber dann sagt dir die Kraft hier in Verbindung mit den Liebenden, das musste genauso kommen. Es ist so vorgesehen und du wirst die Kraft haben, damit umzugehen. Also das nehme ich hier schon mal wahr. Wow, das ist gewaltig, diese Hauptenergie. Wir schauen jetzt mal in die Vergangenheit. Was könnte denn die Vergangenheit jetzt damit zu tun haben? Oh, ja. Der Stern, die nächste große Arcana-Karte, das bin, ja, ihr wisst, ich bin selten sprachlos, aber wenn, ja, vier große Arcana-Karten hintereinander fallen, dann könnte das für die Wasserzeichen wirklich ein sehr wichtiger Monat werden, der Oktober. In deiner Vergangenheit ist dir scheinbar irgendetwas klar geworden. Der Stern steht für wichtige Erkenntnisse. Auch, dass du dich weiterentwickelt hast in spiritueller Hinsicht. Möglicherweise sagt dir diese Karte, dass du keine Sorge haben musst, wenn dieser Turmmoment kommt. Du wirst darauf vorbereitet sein, denn du hast schon viel gelernt, du hast viel erkannt, du bist weit in deinem Prozess, du brauchst keine Angst zu haben. Es könnte aber auch sein, dass du in der Vergangenheit die wichtigen Fähigkeiten erworben hast, Klarheit in dich einfließen konnte, damit du jetzt im Oktober einen Turmmoment auslöst, ja, im Sinne einer klaren Entscheidung für dich. Warum fällt dir der Stern? Ja, warum fällt der Stern? Oh nein, meine Lieben. Die fünfte große Arcana-Karte, die Welt. Die letzte Karte im Tarot. Ich bin wirklich geflasht jetzt. Also die letzte Karte der großen Arcana im Tarot. Die Welt steht für einen Abschluss, für ja, einen Zyklus, der sich schließen darf in deinem Leben. In Verbindung mit dem Stern liegt jetzt tatsächlich nahe, dass dir hier heute mitgeteilt werden soll, keine Angst, du hast alle Voraussetzungen dafür, dass sich jetzt vielleicht auf sehr plötzliche und unerwartete Weise ein Zyklus deines Lebens schließen darf. Das mag im ersten Moment wie ein Turm für dich aussehen, aber du wirst die Kraft haben. Ja, denn letztendlich ist das Leben nie gegen uns, das Leben ist für uns. Ja, und wenn du mal diese Karte anschaust, die Liebenden war ja die Karte, die als erstes gefallen ist. Wir haben hier über diesem Paar den Schutzengel. Ja, dir wird also mitgeteilt, was immer hier auch geschieht im Oktober. Es geschieht zu deinem Besten, du wirst damit zurechtkommen, du hast alle Voraussetzungen dazu. Ganz gleich, ob du diesen Turmmoment selbst auslöst, weil dir klar geworden ist, dass hier etwas zu Ende gehen darf, oder aber, dass dieser Turmmoment im Außen ausgelöst wird, du dann aber damit zurechtkommst, weil es dir in der Vergangenheit gelungen ist, ja, in deiner eigenen Transformation dich schon sehr weit zu entwickeln. Ich bin jetzt mega gespannt, meine Lieben, wie das Reading hier weitergeht. Wir schauen mal ins Unterbewusstsein. Was ist uns denn nicht bewusst? Was möchte aber in unser Bewusstsein vordringen? Ja, dass wir noch an etwas festhalten eventuell. Ja, hier fallen die vier Münzen. Das ist die Karte für das Festhalten bzw. das Loslassen.
Vielleicht hältst du noch an jemandem fest, möglicherweise aber auch an einer bestimmten Lebenssituation, an einer Verhaltensweise, an einem Glaubensmuster. Und das darf sich jetzt lösen. Ja, also wenn diese Karte jetzt ins Unterbewusstsein fällt, dann ist natürlich auch klar, warum der Turm hier liegt, weil dieses Festklammern an etwas gesprengt werden darf. Vielleicht denkst du ja schon, du bist von etwas befreit, du hast dich weiterentwickelt, ja, du bist jetzt schon so weit auf deinem Weg, dass du wirklich alles loslassen kannst, was dir in der Vergangenheit vielleicht auch nicht gut getan hat. Aber hier sagen die vier Münzen ganz klar, in deinem Unterbewusstsein hältst du noch an etwas fest. Ja, und wir haben hier die sieben Stäbe. Das ist eine Karte, die steht für die Selbstverteidigung. Ja, das ist die Stand Your Ground Karte im Rider-Waite-Tarot. Hast du vielleicht das Bild der Karte vor Augen? Das ist der Mann, der seinen Stab vor der Brust hält. Der steht mit beiden Beinen fest auf der Erde. Und als Klärungskarte zu den vier Münzen sagt uns diese Karte, dass es für dich, und das ist dir vielleicht gar nicht bewusst, noch mehr darum geht, für dich selbst einzustehen. Vielleicht hältst du an etwas fest, was dir gar nicht gut tut. Ja, möglicherweise hältst du auch noch an einer alten Illusion fest. Das ist jetzt so ein bisschen ähnlich, wie es bei den Feuerzeichen lag. Ja, diese Karte hatten wir im Feuerzeichen-Reading auch. Und in unserem Bewusstsein glauben wir vielleicht, wir hätten das alles schon hinter uns gelassen, wir sind da schon drüber weg oder wir haben uns da schon darüber hinaus entwickelt. Aber in unserem Unterbewusstsein ist da noch etwas, ja, was wir nochmal anschauen dürfen. Vielleicht halten wir auch an einem ungesunden Glaubensmuster fest, ja, an veralteten Glaubenssätzen, die unseren Selbstwert immer wieder schmälern. Ja, das wäre auch denkbar. Ich glaube, ich hole mir da mal noch eine Klärungskarte. Das hat sich irgendwie gerade so angefühlt, als wollte das Crystal Vision hier noch etwas dazu sagen. Oh, jetzt kommen gleich zwei. Bin ich jetzt gespannt. Oh, der Page der Schwerter und die Herrscherin. Ja gut, das passt natürlich jetzt sehr, sehr gut. Es geht scheinbar tatsächlich noch darum, etwas endgültig hinter uns zu lassen. Der Page der Schwerter, der erhebt sein Schwert und schneidet etwas ab, ja. Und die Herrscherin ist eine Frau, die vollkommen in ihrer Kraft ist. Die hat alle positiven Eigenschaften einer Königin, also die vier Königinnen im Tarot sozusagen in einer Person, könnte man sagen, ist die Herrscherin vereint. Und das macht das natürlich jetzt noch ein bisschen klarer. Wenn du als Mann zuschaust und gehst bisher mit allem in Resonanz, dann sieh diese Karte gerne als Herrscher. Ja, also das darfst du dann gerne auf deine Energie münzen. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht noch ein letztes kleines bisschen an Loslassen bedarf, um wirklich in diese Herrscherinnen-Energie oder in die Herrscherenergie zu gelangen. So kommt mir das vor. Da habe ich ja in einigen Videos darüber gesprochen, über diesen Unterschied zwischen Loslassen und tatsächlich Aufgeben. Ja, gerade in den Wunschpartnerschaften oder eben auch in den Seelenpartnerschaften ist das hier oft Thema, dass man sagt, ja, ja, ich habe losgelassen, ich melde mich nicht mehr beim anderen, ja, ich interessiere mich auch nicht mehr dafür, was bei dem so los ist. Aber im Hinterkopf ist trotzdem immer noch diese kleine Hoffnung, dass dieser Mensch irgendwann wieder auf dich zukommt oder vielleicht in transformierter Art und Weise wieder in dein Leben kommt. Und die nächste Stufe, um die es hier vielleicht für einige von euch gehen könnte, ist dieses komplette Aufgeben. Dieses Gefühl, ich bin jetzt frei, denn die Herrscherin hat sich von allen Abhängigkeiten und Anhaftungen befreit. Und für mich ist es auch vollkommen gleichgültig. Das Wort gleichgültig
setzen wir im deutschen Sprachgebrauch oftmals gleich mit dem Wort egal. Ja, wenn wir die ursprüngliche Wortbedeutung wieder anschauen, sowohl von gleichgültig als auch von egal, bedeutet das nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern es bedeutet einfach, dass es genau gleich für mich ist, ob dieser Mensch beispielsweise sich nochmal bei mir meldet oder eben nicht. Denn auch wenn er sich nicht meldet oder sie, kann ich sagen, ich lebe mein Leben mit mir oder eben auch in einer anderen neuen Partnerschaft erfüllt und glücklich. Und das ist der Unterschied, den man sich immer mal vor Augen führen darf. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur für die stimmig, bei denen es hier um eventuell eine Seelenverbindung und das Loslassen geht. Aber wenn hier so prominente Karten dafür fallen, möchte ich das eben auch erwähnen, dass es da diesen großen Unterschied gibt, ob ich zwar sage, ja, ich habe losgelassen, ich schreibe ja nicht mehr, ne, und ich schaue auch nicht mehr auf Facebook oder Instagram, was macht er oder sie. Das ist schon Loslassen. Aber wenn dabei im tiefsten Inneren immer noch der Wunsch ist, der andere möge plötzlich vor der Tür stehen mit einem Blumenstrauß und sagen, ich habe alles falsch gemacht, ja, du bist die Einzige, oder wenn es bei dir vielleicht um eine Frau geht, ja, dich anruft und sagt, ich weiß jetzt, du bist der Einzige für mich, dann könnte es sein, dass im Monat Oktober hier vielleicht entweder in dir nochmal die Erkenntnis reift, der Turm darf fallen, im Sinne von, ich mache mich jetzt ans Aufgeben, ich akzeptiere, dass alles richtig ist, so wie es ist, und dass ich nicht mehr davon ausgehen darf, dass etwas passiert, worauf ich vielleicht immer noch hoffe oder warte, obwohl ich gar nicht weiß, ob es jemals passiert. Oder möglicherweise passiert dann auch im Außen etwas, ja, was dir vielleicht nochmal die Augen öffnet, dass es mit dem Loslassen vielleicht noch nicht vollkommen so abgeschlossen war, wie du dir das gedacht hast. Ja, wir schauen mal, wie entwickelt sich die Energie denn weiter, schon dann in Richtung November. Was ist hier wichtig? Wie könnte das Ganze weitergehen? Oh, es sind drei, nein, die nehme ich nicht. Heute wollen zu viele Karten fallen. Das finde ich irgendwie krass. Ja, oh ja. Okay, in Richtung November, da haben wir die 5 Kelche. Das spricht jetzt schon fast ein bisschen dafür, dass es tatsächlich so ist, dass in einem Bereich deines Lebens Loslassen angesagt ist. Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung, dass du einen Job aufgibst, ja, oder dass du vielleicht gezwungen wirst, deine Wohnung aufzugeben, ja. Ich hatte jetzt erst ein Reading für eine Klientin gemacht, die sagt, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten, das heißt, ich müsste auf alles andere verzichten, ja. Die Miete ist jetzt nochmal nach oben gegangen. Ich muss aus meiner Wohnung raus, aber das ist doch meine Höhle. Das ist mein Rückzugsort. Und auch da geht es darum, loszulassen, ja, und zu sagen, okay, ich brauche jetzt nicht mehr festhalten. Es ist, wie es ist. Ich schaue, dass ich mir ein neues Zuhause aufbaue. Und die 5 Kelche zeigen ja diesen Mann, der schaut auf etwas, was sich hier einfach nicht so entwickelt hat, wie er sich das gewünscht hat. Aber der positive Aspekt dieser Karte ist, schaut mal, hier in seinem Rücken stehen 2 aufrechte Kelche. Das ist immer so diese Karte, wo ich sage, wir dürfen nie vergessen, dass das, was vielleicht nicht so läuft, manchmal auch wichtig ist, quasi, dass sich eine Tür schließt, um dann eine neue Tür eröffnen zu können. Und hinter dieser verbirgt sich dann vielleicht etwas noch Schöneres. Das können wir uns in dem Moment, wenn die Tür zugeht, nicht vorstellen. Aber es lohnt sich, zumindest das Ganze mal von der Perspektive zu betrachten. Warum fallen hier die 5 Kelche? Die Liebenden, meine Lieben, ist das nicht schön? Es geht um eine Entscheidung, die entweder von dir oder von jemand anderem oder einem Umstand, dem Leben an sich, fällt, ja, getroffen wird, oder eine Entscheidung, die gefällt wird, aber letztendlich ist sie zu deinem Besten.
Auch hier zwei Karten aus zwei verschiedenen Tarot-Decks, ja, die gleiche Bedeutung. Schaut mal, auch so schön hier die zwei Kelche und dann die Liebenden. Gerade wenn es um eine Beziehung vielleicht geht, vielleicht hältst du noch an einer Beziehung, an einem Menschen fest und glaubst, dieser Mensch ist der oder die Richtige. Ja, dann mache dich im Oktober einfach mit dem Gedanken vertraut, dass wenn das tatsächlich in die Brüche geht, wenn das nicht sein soll, dass dann vielleicht ein anderer Mensch für dich vorgesehen ist. Finde ich auch so krass in diesen beiden Decks. Schaut mal, hier sind die beiden nicht zusammen, ja, und hier umarmen sie sich. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr deutlich, wirklich auch in Verbindung mit den zwei Kelchen hier für all diejenigen von euch, die vielleicht sagen, ich glaube, bei mir geht es darum, noch jemanden wirklich loszulassen, aufzugeben, wo ich lange Zeit festgehalten habe. Da dürfen wir davon ausgehen, dass eventuell jemand Neues vorgesehen ist. Ja, einen Rat der geistigen Welt. Was rät uns die geistige Welt? Das ist ja wirklich ein krasses Reading, meine Lieben. Einen Rat der göttlichen Führung. Ja, was soll ich sagen? Wieder zwei. Das Ass der Stäbe und der Ritter der Münzen. Wow, wie passend. Das Ass der Stäbe für einen Neubeginn. Der Ritter der Münzen als Überbringer der goldenen Münze, symbolisch für deinen Selbstwert, aber natürlich auch eine Karte, die steht für Selbstvertrauen, für Stabilität. Also das heißt, die geistige Welt sagt, mach dir keine Sorgen, was immer hier vielleicht auseinanderbricht mit dem Turm, ja, bringt dich zu einem tollen Neubeginn. Sieh eine Chance in dem, was hier vielleicht für dich oder vielleicht für dich oder in deinem Umfeld, ja, oder von dir aus geschieht im Oktober. Das Ganze ist im Endeffekt eine Chance auf einen Neubeginn, ein Glücksfall. Ja, der Ritter der Münzen steht oft auch für Glück, das gebracht wird ins Leben. Und das Ass der Stäbe impliziert auch immer eine Weiterentwicklung auf Seelenebene. Und als Klärungskarten, der König der Schwerter. Wenn du als Frau schaust, darfst du es auch gerne als Königin der Schwerter sehen, ja? Also es bedarf wirklich klarer Entscheidungen für dich, für dein eigenes Glück. Die Schwertkönigin und auch der Schwertkönig, das sind Energien, die uns zeigen wollen. Es geht darum, für uns einzustehen, Entscheidungen zu treffen, die dann auch wirklich letzte Anhaftungen lösen. Das würde sehr gut hier zu den vier Münzen passen, denn der Schwertkönig oder auch die Schwertkönigin hebt das Schwert, wie es uns hier auch schon der Page der Schwerter gezeigt hat, und trifft Entscheidungen zum eigenen Wohl. Ja, und das rät auch die geistige Welt uns heute. An den Unterseiten der Decks, wow, haben wir nochmal eine Karte, die uns prophezeit, dass alles findet einen guten Ausgang. Die vier Stäbe, das ist eine große Glückskarte. Hier geht es um eine Hochzeit im Leben, die auf uns zukommen darf. Ja, also es könnte so eine kleine Talsohle kommen, die aber durchschritten wird. Ja, und da dürfen sich Sachen lösen, die hier vielleicht noch, ja, einfach festgehalten werden. Da geht es nochmal drum hinzuschauen, was hindert mich noch daran, diese Hochzeit zu leben. Und wir haben die sieben Kelche nochmal für eine Illusion. Ich sag nochmal, weil diese Karte ebenfalls bei den Feuerzeichen gefallen ist. Also diese beiden Readings sind gar nicht so voneinander, so weit voneinander entfernt, ja. Vielleicht ist ja auch dein Aszendent oder dein Mondzeichen oder dein Venuszeichen ein Feuerzeichen. Dann schau dir dieses Reading gerne noch an. Eine Illusion, an der du vielleicht lange Zeit festgehalten hast, könnte hier so ein bisschen zu Bruch gehen im Oktober. Aber wie gesagt, wir haben sehr viele Hinweise heute darauf erhalten, dass das Ganze nicht gegen uns passiert, sondern letztendlich für uns. Ja, wow.
Ja, ein kraftvolles Reading, ein sehr spirituelles Reading mit diesen großen Arcana-Karten. Ich bin sehr gespannt, natürlich selbst als Wasserzeichen auch, und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die Energie empfunden habt, und natürlich auch gerne dann am Ende des Monats, ob sich etwas bewahrheitet hat. Ich danke dir sehr fürs Zusehen. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Eine ganz herzliche Umarmung von mir, eure Uli. Tschüss!